Hallo und herzlich willkommen bei Swiss Lights. Heute geht es um eine neue Leuchte. Ich und der liebe Mr. Swiss Light haben wieder eine neue Leuchte reinbekommen. Auch dieses Mal wieder von der Arbeit. Lag halt im Müll. Wir sehen hier eine viereckige Leuchte. Deine oder andere sollte sie kennen vom lieben Neonjung. Viele liebe Grüße gehen an dich raus. Fangen wir mal an, vom Aussehen sehen wir hinten Prisma Serie Delta, also Prisma Illuminazione Serie Delta, Made in Italy steht hier hinten. Ihr solltet noch das Video mit der hier kennen. Wir sehen, der Rand, der ist verblüffend ähnlich, wenn man das so anschaut. Deswegen gehe ich davon aus, dass die hier von Prisma gebaut wurde. Auch die hier ist jetzt mit PL, hat hier vier Schrauben und ja, ich würde mal sagen, ich öffne sie gleich. Wer Prisma ein bisschen kennt, sollte wissen, dieser Strich hier ist typisch für die Firma. Sie haben immer so Pyramiden oder kegelförmige Formen und in der Mitte ist immer dieser Strich. Das ist so typisch ein Zeichen, so dass die zusammenkommen und in der Mitte ist es noch so gerade. Ich kann euch noch schnell die Super Delta, die Prisma Synchro zeigen. Die besitze ich auch. Und zwar die hier hat auch so ein prismaförmiges, also ja, das ist jetzt kegelförmig. Und wenn wir hier schauen, hat die auch diesen länglichen Strich. Also sind die Verwandten. Das ist ein bisschen die günstigere Version. Die Delta-Version hat immer Kunststoffrahmen und die Synchro-Version hat immer Metallrahmen. Also die sind ein bisschen günstiger, gefallen mir aber trotzdem sehr gut. Und ich würde mal sagen, öffne ich sie und dazu pausiere ich jetzt schnell das Video und wir sehen uns gleich. So, wenn die Schrauben gelöst sind, kann man den Rahmen wegnehmen. Hier, Kunststoffrahmen. Glashaube, halt typisch Prisma. Immer aus Glas bei der Firma. Gefällt mir sehr gut, vor allem ist sehr, sehr dickes Glas. Und was wir jetzt hier sehen, sind zwei PLs und eine Drossel. Ja, in dem Fall zwei. Philips PL Lampe 9 Watt, also PLS 9 Watt, made in Polen. Die Drossel ist von ERC, ich probiere es euch zu zeigen. 16 Watt, Drossel für Brezelröhre, kann ich euch gleich erklären, wieso so ein. Sind ja 2x 9 Watt, das passt zwar schon. Dann haben wir hier zwei PL, und zwar wenn wir hier drauf schauen, steht Prisma einmal 75 Watt und da es keine PL mit 75 Watt gibt, lässt sich ausschließen, dass die original mit PL war. Und zwar war das eine mit E27 Fassung, wo aber die Fassung gefehlt hat und alles. Und ja, ich habe das Ding zusammengebaut und da ich keine passende E27 Fassung habe, aber dafür zwei PLs und die originale Prisma Drossel, die ist bei jeder da drin, könnt ihr beim lieben Neonjung schauen, das stimmt sogar. Die habe ich halt die eingebaut. Die ist meistens entweder seitlich eingebaut, bei der Version, wo die Fassungen so nah sind, oder es gibt auch die Version in der Mitte, die hat, glaube ich, der liebe Neonjung, wo die Drossel in der Mitte ist. Dafür sind die Fassungen ein bisschen auseinander. Anschlussklemme muss ich hier noch reinbauen, kommt aber alles noch. Und ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Gab es auch mit Brezelröhren. Dann gab es die hier auch, also die Haube ist der Standard bei dieser Firma. Was noch gab, war so halb überdeckt, müsst ihr so vorstellen, dass die oben so zugedeckt war. Dann gab es die mit den Bügeln, drei Bügeln, die hat der Neonjung. Die gab es in Rot, Schwarz, Weiß.
mehr Farben gab es bei Prisma nicht. Und ja, ich würde mal sagen, dann schließe ich mal die Leuchte. Und dazu pausiere ich jetzt kurz das Video und dann machen wir sie an. So, sie ist zusammengeschraubt. Ja, wie gesagt, Glashaube, Kunststoffrahmen, eigentlich eine sehr gute Leuchte. War zwar recht teuer, aber dafür sehr gut verarbeitet. Ja, mein Ziel eigentlich ist es, vom Prisma, also war das immer so eine zu bekommen. Habe ich ja jetzt logischerweise. Dann ist es noch mein Ziel, die Ovalleuchte zu bekommen mit 2 PLs. Gab es auch mit einer PL und einer E27 Fassung. Je nachdem, halt welche Version man hat. Die Ovalleuchte vom Prisma hätte ich noch gerne. Und was noch ein Ziel von mir ist, ist die Runde von denen zu bekommen. Also nicht die Synchro-Version wie hier. Also die Synchro gab es auch ohne dieses halbüberdeckte. Aber die hat die genau gleiche Haube und zwar ist es mein Ziel, so eine Runde zu bekommen, Ovalleuchte und die, und dann habe ich so etwa die Standard, ich und der liebe Mr. Swisslight. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir sie an in 3, 2, 1. Also wir sehen, hat schnell gestartet, typisch Philips PLs, schaut sie nochmals aus. Ja, was gibt es noch groß dazu zu sagen? Wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Fokus ist wieder mal nicht da, doch jetzt. Ja, das hier ist vom Glas, weil das matt ist, diese paar Flecken. Müsste man noch ein bisschen sauberer putzen. Hier sehen wir halt PLs drin. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, folgt dem lieben Mr. Swisslight. Ich verlinke noch das Video von Neon Jung mit dieser Prisma, dann seht ihr es bei ihm mal. An alle gehen Grüße raus und ja. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.